So, herzlich willkommen bei der Opening Bell. Ich kann mich zwar noch gar nicht so richtig im Rückbildschirm sehen, aber sei es drum, ich gehe einfach mal davon aus, dass es einen gibt. Jetzt probieren wir gleich den Sprung zu meiner Kollegin Viola Grebe nach Frankfurt. Dir einen schönen guten Tag. Ja, der DAX gar nicht so schlecht aufgelegt, vielleicht ein wenig überraschend, zumal wir ja gemischte Vorgaben aus den USA bekommen, aber insgesamt scheint man in Frankfurt doch relativ gut gestimmt zu sein. Martin, genau so sieht's aus. Und auch wenn dein Rückbildschirm gerade nicht funktioniert, also man sieht dich, ich sehe das zumindest in meinem Rückbildschirm, du bist tatsächlich da, man kann dich sehen. Hervorragend. Aber wir sehen hier am Markt tatsächlich ein sehr interessantes Phänomen, denn es stehen wieder alle Zeichen auf Verschiebung, Verlängerung etc. beim Brexit. Denn man hat zwar von Seiten des Parlaments gesagt, ach ja, den Deal, den du da ausgehandelt hast, Boris Johnson, finden wir nicht schlecht, aber der Zeitplan, der geht so gar nicht. Das heißt, es spricht alles jetzt eben für eine weitere Verschiebung des Brexit-Termins nach hinten. Aber was den Markt hier so halbwegs positiv stimmt, ist, es sieht jetzt eben doch nicht nach einem No-Deal-Brexit aus. Also Stand jetzt ändert sich bei der Brexit-Thematik ja quasi ständig. Aber letztlich haben wir gesehen, es gab zwischenzeitlich so um die Mittagszeit sogar einen kleinen Hüpfer nach oben. Also der Markt war erst ein bisschen verunsichert im frühen Handel, dann dieser kleine Mittagshüpfer. Mittlerweile sind wir wieder fast unverändert. Also ein kleines Plus von 5 Pünktchen oder 0,04%. Heißt, wir stehen bei 12.760 Zählern aktuell. Also die große Bewegung ist das nicht. Abwartende Haltung. Das haben wir jetzt die ganze Zeit schon gesehen. Bin mal gespannt, wenn diese Brexit-Nummer immer noch weiter verschoben wird, ob wir dann die ganze Zeit auch wirklich so dermaßen die Füße stillhalten. Zu hoffen sind dann immer noch so auf ein paar Impulse von Seiten der Berichtssaison. Was wir da bisher aus den USA gesehen haben, war ja zum Teil ganz gut angekommen, zum Teil eben auch nicht so. Und ansonsten haben wir natürlich auch noch das Thema Handelskonflikt USA-China. Da ist ja zuletzt auch nicht wirklich was vorangekommen. Ist die Frage, ob das die Anleger an der Wall Street dann so gut finden. Aber dazu kannst du uns bestimmt mehr erzählen. Genau, und das werde ich gleich tun. Dir erstmal einen schönen Dank nach Frankfurt. Und wir schauen uns jetzt, ich habe übrigens wieder ein Rückbild, wir schauen uns jetzt mal die Vorgaben in den USA an. Ja, wir sehen, der Dow bewegt sich eigentlich relativ wenig. Ja, die anderen beiden Indizes ebenfalls nicht. Das hat auch damit zu tun, dass das, was wir heute Morgen dann an Quartalszahlen bekommen haben, jetzt nicht sonderlich inspirierend ist. Ach so, genau. Wenn Sie zu den Zuschauern gehören, die dann so nach 2 Minuten ohnehin genug davon gesehen haben und abschalten, sich aber für Netflix interessieren, sollten Sie heute ein wenig länger in der Schalte mit dabei bleiben. Ich habe nachher eine wirklich coole Grafik für Sie. Dazu kommen wir aber später. Jetzt machen wir erstmal das Tagesgeschäft, um es so auszudrücken. Also Snap gestern nachbörslich, heute vorbörslich war Boeing. Hat mich persönlich sehr interessiert. Sie wahrscheinlich auch. Caterpillar hat Quartalszahlen ebenfalls gemeldet. Heute Nachhandelsende Microsoft, Tesla, PayPal. Also läuft dann stramm weiter. Boeing hat Quartalszahlen gemeldet. Das war ganz interessant, weil die ersten Zahlen dann tatsächlich über den Schirm geflimmert sind und die Headline-Zahlen waren nicht das, was die Anleger erwartet hatten, beziehungsweise deutlich schlechter als das, was man erwartet hatte. Der Gewinn je Aktie im letzten Quartal 1,45 statt der erwarteten 2,09 beim Umsatz. Naja, ist man ein wenig hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dann konnte man sehen, wie praktisch mit der Meldung zusammen die vorbörsliche Indikation für, also im vorbörslichen Handel, dann der Kurs von Boeing doch deutlich unter Druck geraten ist. Da ging es 2%, 3% konnte man zusehen und dann machte es plötzlich Knack. Und die ganze Sache lief wieder nach oben, war praktisch unverändert. Was war passiert? Ja, Boeing hat zwar, wie gesagt, mit den Zahlen eigentlich die Erwartungen verfehlt, aber sie haben auch gesagt, dass sie weiterhin davon ausgehen, dass die 737 MAX im vierten Quartal die Flugfreigabe wieder erhalten wird. Und das ist ja das, was die Anleger momentan im Fokus haben. Was passiert mit dem Flieger? Momentan noch gegroundet. Es gibt Befürchtungen, dass sich das bis ins nächste früher hinziehen könnte, aber Boeing hält an dem Zeitplan fest bis Jahresende und wenn das so eintreten würde, dann würde das natürlich nicht nur bedeuten, dass dieses Kapitel endlich mal aufgearbeitet werden kann, sondern natürlich auch deutlich weniger zu erwartende Schadenersatzforderungen seitens der Kunden, also der Airlines, die ja momentan kein Geschäft mit dem Flieger machen können. Die werden sich ganz bestimmt an Boeing schadlos halten. Für mich bedeutet das gar nichts. Die Zahlen bedeuten gar nichts für mich. Dass die schlecht ausfallen würden von der Ergebnisseite war ohnehin klar. Ich will sehen, dass die tatsächlich die Freigabe bekommen. Ja, an der Börse wird natürlich viel spekuliert. Es wird auch ganz viel mit Erwartungshaltung rumhantiert. Oh, da war jemand an meinem Schirm und hat wieder nichts umgestellt. Sei es drum.
Aber gerade bei Boeing glaube ich, dass die Auswirkungen so enorm sein können, wenn diese Maschine eben nicht mehr den Boden verlässt. Erstmal auch hinsichtlich der Schadenersatzzahlung drohender, dass man da wirklich nicht ranfassen sollte. Ja, da wurde ganz viel gesagt in den vergangenen Monaten. Passiert ist bisher wenig, außer dass immer mehr Dinge aufgedeckt wurden, die einem doch auch als Anleger zu denken geben sollten. Also unsere Meinung, unsere Empfehlung, erstmal weiter Finger weg. Caterpillar, die haben jetzt was zu spüren bekommen, was zu erwarten war, nämlich ja, im Zuge einer sich abkühlenden Konjunktur, nicht nur in den USA, sondern global gesehen, sinkt auch die Nachfrage nach Baumaschinen. Tja, nach Maschinen, wie sie beispielsweise dann auch in allen möglichen Minen zum Einsatz kommen. Und deshalb hat Caterpillar ordentlich die Prognosen verpasst. 2,66 waren gemeldet worden, 2,88 waren erwartet worden, also Gewinn je Aktie. Der Ausblick für das restliche Geschäftsjahr 2019 eher auf der unteren Seite und deshalb geht es mit der Aktie auch nach unten. Das ist jetzt auch so etwas, da passt es mal wieder mit der, dass man einen geraden Strich hat, weil den kriege ich ja normalerweise aus dem Handgelenk nicht hin. Aber da passt es jetzt insgesamt, dieser Ausblick auch zum Kursverlauf. Es wird vermutlich jetzt keinen Ausbruch über diese abwärtsgerichtete Trendlinie geben können. Dafür sind die Vorgaben doch eigentlich zu schlecht, zumal, wie gesagt, man bei Caterpillar auch kein Katalysator hat in den kommenden 6 Wochen noch fürs Jahresende, sondern sagt, naja, das wird sich vermutlich fortsetzen. Texas Instruments, mehr oder weniger dasselbe. Besonders ärgerlich war eine unserer Empfehlungen einer der jüngsten Aktionäre. Die Aktie hat sich auch prima entwickelt gehabt. Schöner, stabiler, ruhiger Wert. Heute haben sie gemeldet, die Nachfrage nach Chips insgesamt lässt nach und deshalb zwar der Gewinn im letzten Quartal deutlich besser ausgefallen als erwartet mit 1,49 statt der erwarteten 1,42, aber beim Umsatz unter den Erwartungen gelegen und den Ausblick für das 4. Quartal ebenfalls zusammengestrichen. Also da kann man sich heute auf einen größeren Einschlag gefasst machen. Das sind übrigens alles gerade Euro-Kurse, also damit Sie sehen können, wie sich das Ganze in Europa momentan darstellt, womit Sie dann für die US-Eröffnung auch zu rechnen haben. Snap, tja, auch sehr kurioser Kursverlauf gestern. Nach Bekanntgabe der Zahlen ging die Aktie erstmal 4%, 4,5% in die Knie. Dann hatte sich das relativ schnell wieder egalisiert und jetzt vorhin hatte ich tatsächlich mal sogar positive Kurse für die Vorbörse gesehen. Also 210 Millionen täglich aktive Nutzer, das sind 4 Millionen mehr als erwartet worden waren, nämlich 206 Millionen. Also da liegt man schon so um die 2% drüber. Ganz interessant natürlich, dass der Verlust im letzten Quartal etwas niedriger ausgefallen ist als erwartet, 4 Cent statt 5 Cent und beim Umsatz lag man ebenfalls etwas über den Erwartungen. Bei Snap ist natürlich wichtig der Ausblick. Jetzt war das nicht so, dass man da wirklich vom Sessel springen müsste, was sie gemeldet haben, aber vielleicht hat es einfach an der Börse momentan ausgereicht, den Anlegern ausgereicht, dass sich das Geschäft weiter stabilisiert, dass es wächst bei den täglich aktiven Nutzern und dass man dann einfach sagt, okay, dann lassen wir das jetzt erstmal, war nicht so brillant, aber wir können auf dem Niveau weiterarbeiten. Ich habe heute Morgen übrigens schon die ersten Kaufempfehlungen von Analystenseite gesehen. Morgan Stanley beispielsweise hat gesagt, sie sind durchaus beeindruckt vom 3. Quartal. JP Morgan hat ebenfalls die Aktie mit Kaufen eingestuft. Zeigte sich ebenfalls angetan und vor allen Dingen, Sie sagen, das 3. Quartal war eigentlich mehr oder weniger der endgültige Beweis eines Turnarounds und dass sich Snap hier auch im Konzert der Großen, Facebook, Twitter, durchaus durchzusetzen vermag. Netflix, ich hatte Ihnen jetzt versprochen, dass ich eine interessante Grafik dabei habe, die kommt sofort. Erst einmal ganz kurz der Kursverlauf. Wir hatten ja hier noch die letzten Quartalszahlen, die wieder für Wachstum gesprochen haben. Aber das Wachstum hat einen Preis und das scheint man bei Netflix auf der Investorenseite zumindest jetzt langsam auch zu sehen. Denn Sie sehen, der Kurs schon wieder nach unten gelaufen. Hat vielleicht auch damit zu tun, diese Grafik zeigt Ihnen die Verschuldung von Netflix an. Und Sie sehen, die ist in den vergangenen Jahren immer in Quartale unterteilt, die ist in den vergangenen Jahren richtig, richtig ins Laufen gekommen. Spätestens seit 2015 geht es praktisch steil nach oben. Heute erst hat Netflix wieder gemeldet, dass man sich 2,2 Milliarden am Anleihemarkt beschafft hat. Wo liegt das Problem? Naja,
Die Anleihen, die Netflix ausgibt, das sind keine First-Class-Anleihen. Also es ist nicht AAA, was hier in den Markt gebracht wird, sondern Junk-Bonds. Die haben zunächst einmal, das sagt zunächst einmal nichts, außer dass sie niedriger geratet sind von den Ratingagenturen. Aber sie tragen auch einen höheren Zinscoupon, damit sie das überhaupt in den Markt reinbekommen. Und das ist jetzt bei Netflix zuletzt immer so im Bereich um die 5,5% passiert. Und wenn Sie sich da oben die Zahl mal anschauen, jetzt sind wir, glaube ich, bei 13,5 Milliarden Dollar angekommen. Wenn Sie das verzinsen müssen, sagen wir mal gar nicht mal von 5,5, gehen wir von 5% aus, das rechnet sich auch leichter, dann sind wir da irgendwo 650 Millionen pro Jahr, die Sie an Zinsen liefern müssen. Das heißt, es kommt mir bei Netflix immer mehr so vor, wie bei einem Drogensüchtigen. Also Sie brauchen noch einen Schuss in den Arm, noch einen Schuss in den Arm und die Dosen, die Sie brauchen, damit es weiter funktioniert, ja, damit Sie den gleichen Effekt erzielen, die werden immer größer. Bei Netflix bedeutet das, Sie müssen immer mehr Geld aufnehmen, um Content zu kreieren, der dann allerdings trotzdem wieder nur von den Zuschauern, mir zum Beispiel, ja, auch gerne mal in ein, zwei Nächten wegkonsumiert wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses System nicht mehr allzu lange nachhaltig ist. Irgendwann werden sich die Anleger vermutlich die Frage stellen, wenn sie es nicht bereits tun, wie lange das noch gut gehen kann, zumal ja jetzt die Konkurrenten auf den Plan gekommen sind. Ich weiß durchaus, dass ich mit den Q3-Zahlen gesagt habe, sie sind auf Wachstumskurs zurück. Das war vielleicht nur eine Delle in Q2, aber ich glaube, wenn wir uns so die Verschuldungskurve hier anschauen, dann sehen wir, dass wir langfristig, was wir ja durchaus immer wieder auch gesagt haben beim Aktionär, dass wir langfristig bei Netflix ein Problem der Nachhaltigkeit erleben könnten. Denn das wird nicht nachhaltig sein, nicht auf dem Niveau, nicht in dem Tempo. Das heißt zu der Grafik. iRobot, tja, 19% im Minus, wir schaffen sogar die 20%. Und auch hier sehen wir gerade den Eurokurs, da unten sind wir jetzt aufgelaufen. Ich hatte mir die Zahlen jetzt nochmal angeschaut, ich glaube, das war dann mittlerweile das dritte oder das vierte Mal. 1,24 gemeldet im letzten Quartal statt der erwarteten 52 Cent. Hätte unter normalen Umständen vermutlich gereicht, damit es hier nach oben geht. Aber wie gesagt, das Weihnachtsquartal, und da sollen ja viele Roombas dann offensichtlich unter dem Weihnachtsbaum liegen, das wird jetzt eben nicht so gut ausfallen. Und bei iRobot hat man Maßnahmen ergriffen, um auch ja, die Kunden zu entlasten. Das heißt, man wird natürlich einen Teil der Kosten aus den Strafzöllen in die eigenen Bücher nehmen. Insofern der gesunkene Ausblick für das vierte Quartal durchaus nachvollziehbar. Von der Größenordnung her finde ich es jetzt nicht ganz nachvollziehbar, aber wenn Sie sich das anschauen, das waren Quartalszahlen, das waren Quartalszahlen, das sind Quartalszahlen. Man kann sich langsam des Eindrucks nicht mehr erwehren, dass egal was iRobot macht, ja, die Reaktionen auf die Quartalszahlen immer furios sind, dann gefolgt von einer, tja, ich will mal sagen, Phase der Erholung und des Durchschnaufens, bis dann die nächsten Quartalszahlen anstehen. Bei dem Tempo sind wir relativ schnell dann der Nulllinie nahe. Soweit wird es vermutlich nicht kommen. Irgendwann werden sich die Anleger schon mal dessen erinnern, dass es da ja auch fundamentale Bewertungskennziffer gibt. Die werden jetzt übrigens günstiger, denn iRobot wird Gewinn erzielen und sie werden tatsächlich noch wachsen. Aber heute wird das kaum jemanden interessieren. So, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Verspricht ein ganz spannender Tag an der Wall Street zu werden. Mal schauen, wie sich die Anleger letztendlich dann orientieren. Wir sehen uns spätestens wieder morgen früh an der gleichen Stelle mit Märkte am Morgen. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.